Boah, da kriegst du ja eine Netzhautablösung. Dieses Geflimmer. Damit ging es 82 richtig los. Ich war aus dem Alter schon raus. In dem Jahr wurde ich 21. Definitiv zu alt für das Gedaddel. Auch Jugendliche sind vom Fieber an diesen Kriegsspielgeräten gepackt. Bundesweit sind bis heute ca. 100.000 solcher Videogeräte registriert. Und die Hälfte davon sind sogenannte Videokiller. Ein Killer mit Kappe und roter Latzhose. Der Untergang des Abendlandes stand unmittelbar bevor. Wir halten diese Geräte für jugendgefährdend. Sie wirken von ihrer Anlage und ihrer Tendenz her verrohend. Sie verherrlichen Gewalt, zum Teil auch Rassenhass. Wir halten dies für sehr schlechte Beispiele und sind deshalb der Ansicht, dass Kinder und Jugendliche damit nicht spielen sollten. Doch das Unheil nahm seinen Lauf. 1982 kam aus den USA die Revolution. 8-Bit-Prozessor, sagenhafte 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Der Commodore C64. Alle wollten ihn haben.